Sorry, Tom, ich muss arbeiten. Habe gerade keine Zeit, muss was erledigen. Tom, ich habe viel zu tun. Wir reden später. Oh, Mann, Tom, ich dachte, wir sind Kumpels. Da ist man nett zu dir und das ist der Lohn? Was geht in diesen Menschen nur vor? Hör auf, bevor noch was passiert, Tom. Hey, Tom, lass das. Was soll das? Ich habe nichts gemacht. Oh, warum schlägst du mich, Tom? Hör auf, das tut weh. Ist das der Lohn für meine Hilfe? Hi, Tom. Denke, das hier wird ausreichen, oder? Salute, Jungs. Und was steht heute an? Da kann ich euch diese hervorragenden Schläger empfehlen. Der hier ist sogar von einem Topspieler der Liga signiert. Na, wenn ich ehrlich bin, nein. Aber wenn du damit jemandem die Fresse polierst, wird ihm das ziemlich egal sein. Ganz meine Rede. Ich habe diese 1911er Colts. Gute Automatik. Gut. Ja, was kannst du tun? Frank wusste, was passieren würde. Ein 1911er Colt sollte reichen, aber hier ist noch eine Schrotflinte. In Sizilien nennt man sie Lupara. Wird jemand gefunden, der damit erschossen wurde? Wissen die Leute Bescheid. Leider ist das eine passende Gelegenheit, sie einzusetzen. Die Reichweite ist begrenzt, aber sie streut ordentlich. Damit triffst du immer. Tommy! Es ist nicht dein Fehler. Vielleicht nicht einmal Franks. Er wird seine Gründe haben. Er war ein fairer Kerl. Wir versuchen alle durchzukommen und jetzt führt kein Weg daran vorbei. Tommy, ein Schläger scheint angemessen. Wenn du einem damit eine von hinten über die Birne ziehst, ist er erstmal außer Gefecht. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Ich drücke dir die Daumen, Tommy. Okay, hier ist das Baby, Jungs. Ich drücke euch die Daumen. Na, wie wär's denn mit 600 Schuss pro Minute aus einer guten alten Thompson? Für diesen Job könnten wir aber auch traditionellere Methoden anwenden und eine typisch sizilianische Waffe nehmen. Ich bin schon dabei. Du musst den Typ aus der Ferne abknallen, stimmt's? Dafür habe ich dir was Feines besorgt. Beim Militär üben sie, indem sie ein Zielfernrohr auf Jagdgewehre wie das hier schrauben. Ein Mosin-Nagant-Gewehr. Die werden hier hergestellt, aber die Russen haben daraus ein Präzisionsgewehr gemacht. Das ist eine gute und verlässliche Waffe. Aber Tom, nimm auch noch eine Pistole mit. Man kann ja nie wissen, wem man begegnet. Hilf mir doch einer! Der Typ ist verrückt geworden! Zum Teufel! Hör auf damit! Helft mir! Tom ist verrückt geworden. Er will mich umbringen. Helft mir! Tom ist verrückt geworden. Er will mich umbringen. Au! Au! Ah! Autsch! Au! Au! Ah! Oh. Tom, hör auf, bevor was passiert. Tommy, hör auf damit! Was machst du? Ich hab nichts getan. Au, Tom, warum schlägst du mich? Au! Und das nach all dem, was ich für dich getan hab? Au, hör auf, das tut weh! Au, Tom, warum schlägst du mich? Hey, Jungs, was darf's denn sein? Okay. Da sind sie, Tom. Tom, da sind sie. Was war das? Hey, Tom, ich brauche Hilfe! Tom, hilf mir! Scheiße! Hilfe! Hilfe! Ah, verdammt! Hast du was gehört, Tom? Ich habe was gehört. Was war das? Tom, verdammt! Hilf mir! Hilf mir! Gott! Nein! Ah! Yeah! Oh, oh, ouch! Oh, oh! Ich hab keinem was getan. Warum ich? Ich hab keinem was getan. Wo bist du, Tom? Tom, komm her! Wo bist du, Tom? Tom, komm her! Das kannst du nicht tun, Tom. Wir töten keine Bullen. Ein toter Bulle, das bringt Unglück. Das kannst du nicht tun, Tom. Wir töten keine Bullen. Was machst du, Tom? Warum schießt du auf mich? Du hast mich getroffen, Tom. Was machst du, Tom? Lass mich in Ruhe, Tom. Tom, tu's nicht! Wie fährst du denn? Au, pass doch auf! Kannst du nicht vorsichtiger fahren? Ich möchte gern noch etwas leben. Wie fährst du denn? Entschuldigung, lass mich bitte vorbei. Entschuldigung. Tut mir leid, tut mir leid. Okay, Junge, hier lernst du, was ein richtiger Mafioso können muss. Jeder der Schurken hat einen Kompass in seinem Kopf, der ihm die Richtung anzeigt, in die er gehen muss. Und jetzt folge deinem inneren Kompass und geh zu der Bühne, auf der der Tisch steht. Bist du sicher, dass dir niemand folgt? Gut, klettere auf die Bühne, pass auf, dass du deinen Anzug nicht versaust. Und jetzt geh zum Tisch. In seiner Nähe erscheint unten links auf dem Bildschirm das Ausrufungszeichen-Symbol.
Das ist die Aktionstaste. Das Aktionstastensymbol weist darauf hin, dass du in der aktuellen Umgebung eine Aktion ausführen kannst. Hier kannst du die Waffen vom Tisch nehmen. Also los, nimm sie. Nimm auch noch die andere. Du kannst noch eine Aktion auf der Bühne ausführen. Versuch sie zu finden. Solltest du nicht mehr wissen, was zu tun ist, kannst du dir die Missionsziele erneut ansehen. Mach dich nicht lächerlich. Es wird Zeit, sich mit ernsteren Dingen zu befassen. Wähle eine Waffe aus deinem Inventar. Mal sehen, wie du schießen kannst. Schieß die Dosen vom Tisch. Lade vorsichtshalber immer nach. Man kann nie wissen. Aber denk daran, wenn du ein Magazin fortwirfst oder eine Kammer leerst, die nicht vollständig leer ist, verlierst du wertvolle Munition. Du solltest außerdem lernen, die Waffe so schnell wie möglich zu wechseln. Auch als Mafiosi kann man nicht einfach mit der Knarre in der Hand herumlaufen. Die Bullen buchten sich sofort ein, wenn sie sehen, dass du eine Pistole trägst. Versteck jetzt deine Waffe. Nimm jetzt den Baseballschläger vom Tisch. Du kannst nicht alle verfügbaren Waffen unter deinem Mantel tragen und verstecken. Wenn du neben einer großen Waffe, wie einer Schrotflinte, eine weitere Waffe trägst und auf einen Polizisten triffst, musst du eine von beiden wegwerfen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Okay. Du brauchst den Baseballschläger, also heb ihn wieder auf. Die Polizei macht keinen Ärger, wenn du einen Schläger trägst, selbst wenn du ihn benutzt und zum Beispiel jemanden K.O. schlägst. Siehst du den Typen da drüben? Geh hinter ihn und schlag ihn so fest du kannst K.O. Oh, das muss wehtun. Okay, um dich in der Stadt fortzubewegen, musst du wissen, wie man fährt. Geh rüber zum Wagen. Du kannst jedes Auto stehlen, das du siehst, aber nur, wenn dir jemand gezeigt hat, wie man reinkommt. Versuch, das Türschloss zu öffnen. Pass auf, dass dich nicht die Polizei sieht, wenn du Autos knackst. Jetzt steig in den Wagen. Jetzt mach schon. Stell dich vor die Fahrertür und öffne das Schloss. Wenn du in ein Auto einsteigst, wird neben dem Kompass ein Radargerät angezeigt. Es zeigt dir die anderen Fahrzeuge in deiner Umgebung an und, wenn du nah genug bist, deinen Zielort. Fahr zum angegebenen Ort. Okay, jedes Auto hat einen Tempobegrenzer, mit dem du die erlaubte Höchstgeschwindigkeit fahren kannst, ohne sie zu überschreiten. So brauchst du keine Angst zu haben, von der Polizei wegen zu hoher Geschwindigkeit angehalten zu werden. Auf dem Radar werden die Polizeiwagen blau dargestellt. Schalte den Begrenzer ein und fahre in die angezeigte Richtung. Manchmal muss man sich auch bei voller Fahrt verteidigen. Du kannst im Fahren schießen, aber nur mit einer Handfeuerwaffe. Nimm einen Colt und versuch es. Außerdem kannst du dich, solange du keine Waffe hältst, während der Fahrt umsehen. Versteck deine Waffe und sieh dich um. Läuft jemand vor dem Wagen auf der Straße, solltest du ihn warnen, indem du auf die Hupe drückst. Hör zu, du willst bei der Arbeit nicht die Aufmerksamkeit auf dich ziehen, also achte auf die Polizeistreifen, die in der Stadt kontrollieren. Begehst du ein leichtes Vergehen, wird ein Symbol für ein Bußgeld angezeigt. Bleib einfach stehen und zahl das Bußgeld. Dann kannst du gehen. Wirst du bei einem schweren Vergehen erwischt, erscheint ein Handschellensymbol. Du kannst versuchen, der Polizei auszuweichen, aber wenn sie dich erwischen, wirst du verhaftet. Zu guter Letzt, versteck deine Waffe immer, wenn du in der Stadt bist. Wird die Polizei auf Schüsse aufmerksam, wird das Symbol einer Pistole angezeigt. Jetzt sucht dich jeder Polizist in der Stadt und sie werden das Feuer erwidern. Wie du da rauskommst, ist deine Sache. Das war's. Von jetzt an liegt es bei dir, dafür zu sorgen, dass etwas aus dir wird. Du bist beim Klettern sowieso schmutzig geworden. Dann übe doch gleich noch die seitliche Rolle. Du nutzt dem Don wenig, wenn dich gleich die erste Kugel erwischt. Ciao, Pauli. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Was kann ich für euch beide tun? Dieses klassisch schlichte Sportgerät sollte reichen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Cocktails gemixt. Seid vorsichtig damit. Bring den Schläger zurück. Gehört meinem Neffen. Das ist es also, was wir tun müssen. Seine starken Kontakte eliminieren. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag und hat beschlossen, einen großen Empfang zu geben. Der Empfang ist auf einem Dampfer mit Feuerwerk und dem ganzen Kram. Und er wird eine Rede für die Paparazzi halten. Da werden eine Menge Leute sein, die nichts gegen uns tun werden, wenn sie sehen, was mit ihm passiert. Okay, wie gesagt, es ist auf einem Dampfer. Wird nicht ganz einfach, ohne Einladung reinzukommen, aber du schaffst das schon, Tom. Versuch vor allem, kein Aufsehen zu erregen, bevor wir das Ziel erreicht haben. Natürlich kriegst du keine Waffe an der Security vorbei, aber dafür ist bereits gesorgt. Also, sobald du an Bord bist, musst du zu einer der Männertoiletten gehen. Dort ist ein kleiner Revolver verborgen. Anschließend wartest du ein Weilchen draußen. Der Stadtrat versteckt sich wahrscheinlich in seiner Kabine. Aber zu Beginn der Feier kommt er für seine Rede nach draußen. Das ist ein großer Auftritt. Du nietest ihn während seiner Rede um, Tom. Es muss in der Öffentlichkeit passieren und die Rede bietet sich geradezu an. Da werden jede Menge Leute sein, die du beschuldigen kannst, sobald alles vorbei ist. Der Revolver hat keine große Reichweite, aber aus der Nähe ist er wunderbar. Danach wird die Hölle los sein. Es werden Sicherheitsleute an Bord sein, aber in dem Chaos müsstest du an ihnen vorbeikommen. Falls nicht, geh zum Bug.
Pauli kommt dann mit deinem Boot und bringt dich sicher raus. Ich denke, es wird leichter, als du glaubst. Nach dem Schuss wird ein solches Durcheinander in der Menge sein, dass niemand sehen kann, wer geschossen hat. Du bist in 0, nichts wieder draußen. Das Boot liegt am Ufer bei Central Island vor Anker. Du gehst besser los, sonst verpasst du es. Behalte die Zeit im Auge. Buona Fortuna, Tom. Das stimmt. Du musst diese Bombe einfach nur unter seinem Wagen platzieren. Dann kannst du die Show genießen. Sergio haut normalerweise um 4 ab, also los. Dieses Mal muss es klappen.